Bielefeld feiert zum 17. Mal den Karneval der Kulturen. Mit vielen Rhythmen, Tänzen und Küssen auf der Parade. Eingeladen haben das Welthaus Bielefeld und die Organisatoren des Vereins Shademakers. Längst gehört der bunte Karneval zur Teutestadt, wie Uschi Dresing von Shademakers weiß. Der Karneval der Kulturen ist für Bielefeld so wichtig, weil tatsächlich 85% der Gruppen aus Bielefeld kommen und die engagieren sich extrem viel. Es gibt ganz viele Schulen, Institutionen, Betel, inklusive Gruppen, die bauen das ganze Jahr Kostüme immer zu einem neuen Thema und sind wahnsinnig engagiert, haben viel Spaß. Spaß und Farben sieht man überall auf der Parade. Gruppen aus Hamburg, Dänemark und Ghana sind mit dabei. Die Bielefelder Gruppe Kostumi hat ihre Kostüme selbst gemacht. Wir präsentieren heute eine europäisch-asiatische Kostümfantasie, die nennt sich die Reisen des Marco Polo. 2009 haben wir damit beim Karneval in Venedig den ersten Preis für das schönste Kostüm gewonnen. 2000 Tänzer in 70 Formationen laufen in der Bielefelder Parade mit oder treten am Abend im Ravensberger Park auf. In diesem Jahr lautet das Motto Waldgeflüster, 799 Jahre Stadt am Teutow. Gefahren für die Natur, Greenpeace zeigt sie, nicht zum ersten Mal beim Bielefelder Karneval. An den Straßen säumen tausende Besucher die Bürgersteige. Ob schnelle Flickflacks oder nicht, Inge Winterscheid aus Gütersloh mag die Bielefelder Mischung. Ja, die Unterschiedlichkeit, dass so viele Menschen mitmachen, auch die Behinderten integriert sind, also einfach toll. 3 Stunden Karnevalparade, sie vergehen wie im Flug. Bevor es am Abend im Ravensberger Park auf 2 Bühnen mit Live-Musik weitergeht, feiern die Bielefelder. Wie hier auf dem Alten Markt und auf den Straßen.